Licht, Möblierung und Architektur stehen zueinander in einer ganz wichtigen Beziehung. Und wie in jeder guten Beziehung ist es so, dass das eine aus dem anderen das Beste herausholen soll. Die Planung des Hotels Black Home ist entstanden aus dem Anspruch heraus, 18 Zimmer alle sehr individuell zu gestalten. Und aus diesem Anspruch heraus ist natürlich auch die Forderung gewesen nach einer individuellen Beleuchtung und Belichtung der Räume. Die Leuchten, die ich da viel eingesetzt habe, sind die Box. Es gibt Wandleuchten und auch Deckenleuchten. Es gibt mehrere verschiedene Farben. Also das heißt, es ist eine sehr flexible Leuchte, die aber eigentlich eine puristische Form hat, nämlich einen Würfel, und hat aber maximal einen Effekt, was das Licht betrifft. Die Box hat einen strahlenförmig nach oben und unten gerichteten Winkel. Wir haben das dann in ein Zimmer umgedreht und haben sozusagen die Wand bemalt, als wäre es Licht und Schatten. Und wenn man die Box dann einschaltet, hat man genau diesen Strahl als Licht übersetzt in eine Abendstimmung. In der Hofseite haben wir die Box an den Balkonen, also das heißt, das ist das Außenlicht der Zimmer, das auch von außen eigentlich eine Beleuchtung für das ganze Haus im Hofbereich ist. Für uns als Betreiber von Black Home ist eines der wichtigsten Sachen, dass wenn der Gast das Zimmer betritt, dass einfach dieser Wohlfühlfaktor gegeben ist. Und das hat der Architekt Michael Kadletz mit der individuellen Beleuchtung der einzelnen Zimmer wunderbar erreicht.